Landwirt Praxistest. Zum Mähen im steilen Gelände reicht ein kleiner Motormäher mit 7 bis 10 PS völlig aus. Beim Mulchen stößt ein solches Gerät aber schnell an seine Leistungsgrenze. Hier ist die Königsklasse gefragt, die stärksten Einachsgeräteträger, die es derzeit zu kaufen gibt. Zusammen mit der BLT Wieselburg haben wir sie in der Praxis und am Prüfstand auf Herz und Nieren getestet. Dabei waren wir nicht nur mit dem Mulcher unterwegs. Nein, wir haben die Geräte auch beim Mähen unter die Lupe genommen. Hier sind unsere Testkandidaten. EB war mit dem CC66 und einem 2,40 Meter breiten Doppelmesser-Mähbalken am Start. Der Motor leistet 18 PS. Der Schlegelmulcher ist gut einen Meter breit. Die Geräte werden mechanisch angetrieben. Den stärksten Mäher im Test lieferte uns Brielmeier. Bis zu 29 PS leistet das Zweizylinder-Triebwerk. Die Geräte werden hydraulisch angetrieben. Gemäht haben wir mit einem 3 Meter breiten Balken. Der 1,25 Meter breite Mulcher ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Ino und Grundbichler. Komplett neu ist der Rapid Orbito. Den baugleichen Mäher in Rot bietet Reform als RM25 an. Der Geräteantrieb arbeitet mechanisch, der Motor leistet 21 PS. Mit dem Orbito haben wir den 2,20 Meter breiten Doppelmesser-Mähbalken eingesetzt. Die rote Maschine haben wir hinter den 1,20 Meter breiten Schlegelmulcher gespannt. Ein Newcomer ist auch der IBEX 28 von Terratec. Seit 2013 sind die Vorarlberger mit diesem Mäher am Markt. Der Motor leistet 28 PS. Zum Mähen lieferte uns der Hersteller einen 2,40 Meter breiten Doppelmesserbalken. Der 1,60 Meter breite Schlegelmulcher kommt von Müting. Auf einer Mülldeponie in der Nähe von Spital an der Drau fanden wir ideale Bedingungen für unseren Mulchertest vor. Der aufgeschüttete Erdwall hat eine Steigung von 78% und war sehr gleichmäßig bewachsen. Die BLT Wieselburg hat die Flächenleistung und den Spritverbrauch unter Praxisbedingungen gemessen. Vor dem Start wurden alle Geräte vom Hersteller durchgecheckt. EB und Reform gingen mit Y-Messern ins Rennen. Brielmeier und Terratec setzten auf Hammerschlägel. Die Fahrer durften die Geschwindigkeit selbst bestimmen. Einzige Vorgabe war ein sauberes Arbeitsergebnis. Das Gewicht der Maschine und dessen Verteilung haben großen Einfluss auf das Handling am Steilhang. Hier gehen die Hersteller unterschiedliche Wege. EB baut den leichtesten Mäher. Brielmeier achtet auf eine zentrale Schwerpunktlage. Reform, Rapid und Terratec setzen auf eine hydraulisch verschiebbare Achse. Damit lässt sich das Auflagegewicht mit verschiedenen Anbaugeräten den Gegebenheiten anpassen. Wie sich die vier Kraftprotze beim Mulchen und Mähen geschlagen haben, erfahrt ihr in unserer dreiteiligen Testserie. Im ersten Teil gehen wir neben technischen Aspekten auf die Leistung, den Kraftstoffverbrauch und die Hangtauglichkeit ein. In den nächsten Landwirtausgaben berichten wir über das Handling und die praktischen Erfahrungen. Die einzelnen Testkandidaten mit ihren technischen Besonderheiten stellen wir euch in weiteren Videos näher vor. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert jetzt unseren YouTube-Kanal.